Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder, ganz herzlich danke ich Ihnen, dass Sie heute Abend zusammengekommen sind zu diesem Wortgottesdienst, in dem wir miteinander in fortlaufender Lektüre des Matthäusevangeliums im 20. Kapitel uns der Geschichte von den Arbeitern im Weinberg und der dritten Leidensweissagung Jesu zuwenden wollen. Es ist, das kann man vorweg sagen, eine der spannungsreichsten, schönsten, aufregendsten Geschichten, die Jesus je erzählt hat, je nach der Perspektive, wie man sie betrachtet. Beginnen wollen wir heute Abend mit Mozarts Violinkonzert Nummer 2 in D-Dur, dem Andante. Meine lieben Schwestern und Brüder, die Musik Mozarts ist wie eine Einladung zu einer weltumspannenden Brüderlichkeit des Verstehens und der Güte. Yehudi Menuhin aber in den letzten Passagen spielt es wie ein klagendes Fragen, ganz ungewiss, bis noch einmal und dann endgültig das Orchester bestätigt, was es selber vorgestellt hat. Das ist mehr, als der Text im 20. Kapitel des Matthäusevangeliums in Aussicht stellt, obwohl gerade diese Worte an ein Gelingen glauben, nur auf einer ganz anderen Ebene. In jener Zeit sagte Jesus zu den Jüngern: Das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere müßig auf dem Markte stehen und sagte zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, was recht ist, will ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum ging er um die sechste und um die neunte Stunde aus und tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere dastehen und sagte zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie antworteten ihm: Weil uns niemand gedungen hat. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es aber Abend geworden, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle den Lohn aus, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Da kamen die von der elften Stunde und empfingen jeder einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen jeder einen Denar. Als sie ihn aber empfangen hatten, murrten sie wieder den Hausherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er jedoch antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Mein Lieber, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und verschwinde. Ich aber will diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder steht es mir nicht frei, mit dem Meinigen zu tun, was ich will? Oder ist dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Als aber Jesus im Begriff war, nach Jerusalem hinaufzuziehen,
nahm er die 12 beiseite und sprach unterwegs zu ihnen: Da, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Die werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit sie ihn verspotten, geißeln und kreuzigen. Am dritten Tag wird er auferweckt werden. Das Matthäusevangelium, meine lieben Schwestern und Brüder, ist schon deshalb notwendig im Neuen Testament, weil es als einziges Geschichten wie diese enthält. Und weil es mit Hilfe solcher Geschichten sogar das vorgefundene Material der Überlieferung in neuen Zusammenhang stellt und auf neue Weise deutet. Gerade vorweg noch ging die Frage des Petrus: Was werden wir bekommen, die wir dir nachgefolgt sind? Und Jesus tröstet seine Jünger: Gott wird sie belohnen über die Maßen. Gott ist gerecht, sozusagen. Diesen Text hatte Matthäus vorliegen. Aber jetzt, in diesem Gleichnis Jesu, sagt er, wie im Kontrapunkt dazu: Gott ist nicht zu begreifen und die Art seines Regiments nicht zu verstehen vom Gedanken der Gerechtigkeit her. Denn die Menschen könnten damit nicht leben. Und ihr, wenn ihr es recht begreift, auch nicht. Vorliegen hatte Matthäus die drei Leidensweissagungen Jesu, die den Weg nach Jerusalem als einen unvermeidlichen Weg hinüber in die Katastrophe oder in die Verherrlichung in Aussicht stellen, als einen Akt des Willens ins scheinbar Unvermeidbare und Notwendige, das durchgearbeitet werden will, bis es eine Öffnung gibt. Dass aber Jesus ins Leiden geht, inhaltlich aus keinem anderen Grund, als dass er prinzipiell einander antithetisch, unvereinbar gegenübersetzt. Entweder oder. Den Gedanken der Gerechtigkeit oder den der Barmherzigkeit. Das war nicht zu lesen im Markus-Evangelium. Das ist Matthäus. Und nicht nebenbei, das ist die Grundstruktur seines ganzen Evangeliums, ausgesprochen, in Paukenschlägen immer wieder, in Synkopen eines bebenden Herzens, in der Bergpredigt, da vor allem. Aber nie so dramatisch wie hier, dass es um Sein oder Nichtsein auf Seiten der Menschen geht und auf Seiten Jesu. Ein Kampf auf Leben und Tod. Da wird das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg zur Ouvertüre eines Gesamtprogramms und seiner Zusammenfassung. Alles verdichtet sich hier. Ein letztes Mal. So ist der Rahmen. Man mag denken, warum denn immer diese Dramaturgie, diese entschiedenen Entgegensetzungen, geht das nicht alles zu relativieren, zu mildern, auf vernünftige Kompromisse hinzuführen? Offenbar nicht. Jedenfalls nicht im Sinne Jesu. Der Begriff der Gerechtigkeit erscheint uns der Inbegriff des Humanen heute zu sein. Er ist ohne Zweifel eine der kostbarsten Wertvorstellungen zivilisierten Zusammenlebens. Also lohnt es sich mindestens ein Stück weit, die Geschichte dieser Vorstellung sich vor Augen zu stellen. Denn manches scheint dafür zu sprechen, dass längst eh die Vorstellungen von der Gerechtigkeit in die Köpfe denkender Lebewesen auf diesem Planeten geraten sind, die Mechanismen schon der Physik
ihr uraltes, Milliarden Jahre älteres Programm vorstellen. Sie haben eine Kugel, die Sie in einen Trichter laufen lassen. Sie wird von Ihrem eigenen Schwung hoch und nieder geschleudert, um irgendwann in stabiler Lage unten liegen zu bleiben. Alle Bewegung drängt danach, irgendwann sich auszugleichen an dem Punkt des geringsten energetischen Aufwandes. So auch offensichtlich das Zusammenleben, das sich auf der Brücke solcher Gesetze irgendwann ergeben hat. Es ist ein Gesetz von Stoß und Gegenstoß, von einem Ausgleich in der Mitte. Spannen Sie eine Feder und lassen Sie sich zusammenschnellen, wird sie im Überdruck hin und her schwingen eine Zeit lang, bis sie ihr eigenes Maß gefunden hat. So scheinbar auch die soziale Ordnung des menschlichen Zusammenlebens. Es basiert auf bestimmten Normen. Werden die verletzt, bedarf es offenbar bestimmter Strafen, damit sich das Zusammenleben wieder um seinen eigenen Mittelpunkt herum einpendelt. Viele Sozialpsychologen sind der Meinung, dass Strafen notwendig sind, weil ein Normenverstoß, der straffrei bliebe, sich selber seiner Wirksamkeit entleeren müsste. Die Härte der Strafe zeigt die Strenge einer gültigen Norm. Uns will scheinen, kulturgeschichtlich, als sei das System der Gerechtigkeit ein wirklicher Fortschritt in der Geschichte der Kultur. Solange noch das Faustrecht regierte, mochte das eigene Leid das Strafmaß diktieren. Und immer vermeintlich tendierte es zum Überschießenden, zum Maßlosen. Die eigene Verletzung, so tief empfunden, hatte die Neigung, Revanche und Rache zu fördern, weit über das äußerlich Angetane hinaus. Als Folge scheint sich daraus ergeben zu haben, am Äußeren entlang das Maß der Gerechtigkeit zu bestimmen. Anfang des 2. Jahrtausends vor Christus in Mesopotamien wird im alten Orient zum ersten Mal diese Gleichung sogar schriftlich fixiert. Gerechtigkeit besteht darin, dass die Strafe genau entsprechend dem sei, was als Schuld begangen wurde. Aug um Auge, Zahn um Zahn. Ein gleiches Maß, das ist Gerechtigkeit. Es macht der Willkür ein Ende. Es nimmt das Faustrecht den Menschen aus den Händen und delegiert die Strafgewalt in die Hand der staatlichen Autorität. 4000 Jahre danach mögen wir die Spielregeln gerecht organisierten Zusammenlebens als wirklichen Fortschritt rühmen. Vor allem, weil wir mit diesem Prinzip noch lange nicht an das Ende seiner eigenen möglichen Beauftragung und Motivation gekommen sind. Was ist Gerechtigkeit, wenn wir uns umschauen auf diesem Planeten? Gleichberechtigung zwischen Schwarz und Weiß beispielsweise. Es ist eine Forderung, die sich ergibt als Menschenrecht. Wer von Rechten dieser Art spricht, macht deutlich, dass es hier etwas zu fördern, zu verlangen und einzuklagen gibt. Gerechtigkeit, das bedeutet, dass man nicht die Hand aufhält gleich einem Bettler, sondern zugreifen darf in eigener Ermächtigung. Recht ist etwas, das dem anderen abzuverlangen ist, notfalls sogar mit legaler Gewalt. Schauen wir uns um und betrachten die Länder der sogenannten Dritten Welt. Welch ein Potenzial an Ungerechtigkeit
gilt es da abzuarbeiten. Es ist nicht eine Forderung des Mitleids oder des Wohlmeinens, einer besonderen Güte des Entgegenkommens. Es ist ein Anspruchsrecht von Menschen auf diesem Planeten global gleichgestellt zu sein. Alle Menschen sind gleich gegenüber dem Recht. Das bedeutet, dass wir den Begriff der Gerechtigkeit internationalisieren müssten. Es ist nicht möglich zu sagen, Gerechtigkeit für Deutsche ist etwas anderes als die Gerechtigkeit für Leute in Obervolta oder in Bangladesch. Leben da auch Menschen, haben sie Teil an ein und derselben Gerechtigkeit. Eben weil dieses Prinzip überhaupt in unseren Tagen erst dabei ist, weltumspannend zu werden, sich selbst zu internationalisieren, zur Grundlage einer kollektiv zu formulierenden Ethik des Menschlichen zu werden, fällt es uns schwer, davon Abschied zu nehmen. Aber sehen Sie, genau das, vor 2000 Jahren ist es, was Jesus wollte. Nicht mehr und nicht weniger wollte er, als dass wir Abschied nehmen vom Prinzip der Gerechtigkeit. So erstaunlich weit war der Mann aus Nazareth seiner Zeit und unserer Zeit voraus, dass er die Grenzen dieses Prinzips, seine immanente Unmenschlichkeit, längst vor Augen hatte, ehe wir damit zu Rande kommen. Denn was ist Gerechtigkeit? Da werden Ansprüche des einen Menschen an den anderen Menschen geltend gemacht. Das scheint in Ordnung so zu sein. Aber es ist immer ein Schleier auch des eigenen Egoismus. Er ist gezähmt in den Grenzen des Legalen, das ist wahr. Aber sind deshalb die Menschen großzügiger, menschlicher, sozialer, verträglicher? Ist nicht Gerechtigkeit ein Deckmantel für jede Art von Rechthaberei? Und nun genauer betrachtet, wer eigentlich hat den Nutzen von der Gerechtigkeit? Man sollte es denken, gerade die Schutzlosen werden von der Gerechtigkeit in Schutz genommen. So sollte es sein. Aber so ist es nicht. Gerade die Ärmsten der Armen kommen nach dem Maßstab der Gerechtigkeit in aller Regel unter die Räder. Das ist, was Jesus erlebt hat. Was wir auch heute sehen können, unverändert ganz genauso. Und dagegen jetzt protestiert er. Gerechtigkeit wird immer wieder die schuldig gewordenen ausgrenzen an den Rändern der Gesellschaft, weil sie ein äußerliches Prinzip bleibt. Sie wird sagen, du hast so gehandelt und daraus folgt die Strafe über dich. Und sie muss sein. Eben darin besteht ja die Gerechtigkeit. Ein solches Denken interessiert sich nicht für das, was in Menschen vor sich geht. Es interessiert sich einzig für das, was Menschen getan haben, was man sieht. Die Fakten, das Beweisbare, die Außenseite der Dinge wird hier verrechtlicht und verordnet. Jesus möchte, dass wir uns interessieren, nicht für das, was gerecht ist. Denn es wird immer wieder dazu führen, den Stab über andere Menschen zu brechen. Jesus möchte, dass wir uns interessieren für das, was Menschen brauchen. Wessen sie bedürfen, was sie nötig haben, um zu existieren. Deshalb setzte er sein Leben daran, bis zum äußersten Protest an den Rand zu gehen und weit noch darüber hinaus und einzusammeln all das Ausgedrängte, das Verstoßene, die Outlaws, die out of bounds Befindlichen. Sie wollte er nicht einfach in die Gesellschaft zurückholen, indem er sich auf ihre Seite stellte. Wollte er einen neuen Anspruch geltend machen an das Bestehende. Dieser Anspruch lautet Barmherzigkeit oder Mitleid. Oder weil all diese Begriffe christlich so lang hin und her gekaut sind, dass es speiübel wird, wenn man sie verwendet, müsste man sie vielleicht ersetzen wie ein offenes Verstehen, eine Begleitung ohne Zensur, eine Menschlichkeit
ganz und gar engagiert und sensibel für die Bedürfnisse des anderen, die sich gerade am meisten womöglich dann äußern, wenn er bestimmte Regeln des Zusammenlebens zerbricht und überschreitet. Das Erstaunliche ist, dass dieses Engagement Jesu, aufgezählt im Neuen Testament immer als die Gruppe der Zöllner, der Sünder, der Huren, identisch ist im Sinne des Matthäus mit seiner Verurteilung zum Tode. Was man ihm vorwirft, ist im Grunde dies, dass er alles von unterst nach oberst kehrt, dass er die Welt auf den Kopf stellt. Und genau das sagt er hier. Das ist kein Missverständnis, das ist sein Programm. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist der Ausgangspunkt der Barmherzigkeit. Und er ist nicht harmlos. Er ist so gewollt, zugespitzt, aggressiv, dass da drin die Drohung auf der Stelle mitschwingt. Es werden die Ersten die Letzten sein. Das eine ist das Programm für die Ausgegrenzten. Das andere, die Erschütterung für all die Sicheren. Die denken, ihr Leben muss nur so weitergehen, denn sie stehen oben an. Sie würden alles verlieren, wenn sich das je ändern sollte. Sie haben ihr Recht und das werden sie verteidigen. Alles, was sie haben, haben sie erarbeitet, erwirtschaftet, verdient. Und wer ihnen das wegnimmt, zerstört die Ordnung. Wir Deutsche zum Beispiel im Jahre 1992, sagen sie selbst, haben wir nicht tapfer gearbeitet. Steht uns der Wohlstand nicht zu, den wir haben? Wer will denn den messen an den Habenichtsen der dritten Welt? Faulenzer, Nichtskönner, Leute, die nicht bis drei zählen können, kaum lesen und schreiben, 80% Analphabeten, die verdienen, dass sie im Dreck leben. Sie wollen es ja nicht besser. Es sei, sie lernen denn bei uns, wir bringen sie ihnen bei, wir sind gütig, mitleidig, fromm, wir tun alles. Aber als erstes unser Wohlstand. Wer uns den rauben wollte mit schlechtem Gewissen, ist ein schlechter Bürger. Die gesamte bürgerliche Presse weiß das. Optimismus macht Investitionen und Investitionen machen Arbeitsplätze, Wohlstand, Bruttosozialprodukt. So sieht das aus. Aber nicht Miesmacherei, nicht Erschütterung im Untergrund, nicht dieses dauernde Erdbeben. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist der Aufstand der Gosse, ganz klar. Da verdreht sich die Achse der Welt von den Herrschenden zu den Niedrigen. Das ist Anarchie. Wenn Sie dies nicht begreifen, werden Sie den Hass nie verstehen, der sich richtet auf die Güte des Mannes aus Nazareth. Da stoßen wirklich Prinzipien gegeneinander unverträglich. Das ist nicht ein Nebenschauplatz hier. Daran entscheidet sich alles. Jesus kann sich an drei Fingern ausrechnen, was ihm blühen wird. Marschiert er mit der Gruppe der Ausgegrenzten hinauf in die heilige Stadt, um zu verlangen, dass die Tempeltore sich öffnen für diese Leute, die es nicht verdient haben. Sie sind in dem Sinne nicht bußfertig genug. Sie sind in dem Sinne nicht bereit, durch entsprechende Vorleistungen sich für würdig zu erklären. Sie haben ihr Leben nicht so weit geändert, dass man sie akzeptieren könnte. Sie haben ihre Strafen, die sie verdient hätten, noch lange nicht abgesessen. Sie gehören nicht in den Tempel, nicht Huren, Zöllner, Sünder. Irgendwo gibt es Grenzen und Schranken. Wenn Jesus erwartet, dass man die aufbricht, wird er selbst daran zerbrechen. Schriftgelehrte und hohe Priester werden dafür sorgen. Sie kennen die Gesetze, sie wissen, was Gott will. Sie haben es bestätigt aus einer langen Tradition und Lehrüberlieferung. Sie müssen nur, was Sie längst wissen, in Anwendung bringen, wie man so sagt. Dieser Tage sah ich ein Kreuzigungsbild von Klinger im Frankfurter Städel. Gegenüber einem einsam gekreuzigten Jesus eine solche Gruppe. Einer vergraben in die Lektüre seines Rechtsbuchs, suchend noch nach dem letzten Beweis seiner Bestätigung. Daneben hoch aufgerichtet, im Gewand
des Kardinals der katholischen Kirche mit rotem Käppchen, streng schauend, unerbittlich, der ganze Ausdruck, dir geschieht recht so. Und am Rande noch ein römischer Soldat, der flirtet gerade mit seinem Mädchen. Eigentlich ist er liebenswert, dass er sich so brav eingesetzt hat für die Ordnung. Es ist ganz normal. Ein paar Drecksäcke weniger. Das muss wohl sein in dieser Welt. Und sollte uns nicht stören im Gefühl. Und das war's dann, scheinbar. Oder war's nicht? Vielleicht ist es der Anfang eines Aufstands oder einer Auferweckung. Das muss sich zeigen und steht bei Gott, meint Jesus. Und dann erzählt er zwischendrein im Sinne des Matthäus dieses Gleichnis. Schon dass das möglich ist, ist eine bezaubernde Tatsache im Leben des Mannes von Nazareth. Er kann getrieben werden und gehetzt bis in die äußerste Lebensgefahr. Und man möchte meinen, dass er vor lauter Angst nur um sich schlägt. Dann plötzlich steht er da und erzählt in vollkommener Freiheit ein solches Gleichnis. Er argumentiert nicht, er legt nicht dar, er verteidigt sich nicht. Er erzählt eine Geschichte, die einlädt, vielleicht noch einmal alles ganz anders zu hören. Der äußere Rahmen der Geschichte lässt sich aus den Umständen in Palästina vor 2000 Jahren leicht rekonstruieren. Es ist Erntezeit, ein Weinbergbesitzer, ehe die Reben unter der Gluthitze verdorren, braucht dringlich Arbeiter und er findet sie zahlreich in den Tagen Jesu. Ist die Arbeitslosigkeit gerade in Galiläa grassierend. Der Mann muss nur stundenweise ausgehen und er wird immer wieder Leute finden, die da unbeschäftigt herumsitzen auf dem Marktplatz. Das beginnt morgens schon bei Sonnenaufgang und setzt sich fort bis um 5 Uhr nachmittags kurz vor Sonnenuntergang. Jedem der in den Weinberg Eingeladenen, es können nicht genug werden, verspricht der Weinbergbesitzer einen Denar. Das sind ungefähr 60 Pfennige. Just so viel wie in einem heutigen sogenannten Entwicklungsland für 14 Stunden Arbeit. Geändert hat sich dies bis heute nicht. Am Abend heimgekehrt kann ein solcher Tagelöhner gerade so viel kaufen wie vielleicht seine Frau, seine 2 oder 5 Kinder. Eben brauchen ein paar Fladenbrote, eine Melone, ein paar Gurken. Dafür reicht es bis zum nächsten Morgen. Wenn das Gebet der armen Leute wieder beginnt, unser täglich Brot, gib uns heute. Man sollte denken, dass Leute, die etwa 10 bis 12 Stunden arbeiten für einen Denar, mit ansehen müssten, wie Leute, die nur eine Stunde arbeiten, wohl auch nur ein Zehntel oder ein Zwölftel davon bekämen. Ein Zehntel oder ein Zwölftel Denar, das ist so viel wie ein einziges Fladenbrot. Das langt für niemanden. Deshalb, offenbar, sagt der Weinbergbesitzer zu seinem Zahlmeister, seinem Aufseher, fang an von den Letzten und gib jedem dasselbe, einen Denar. Es ist eine Tat, die ungerecht ist. Sie gibt nicht jedem, was er verdient, sondern vielmehr unverdientermaßen, entsprechend einzig dem, nicht was den Menschen zusteht, sondern was sie brauchen. Und da beginnt auf der Stelle das Gegeife.
Wir haben die ganze Last und die Mühe getragen, die Hitze des Tages, und das stimmt, bei 40 Grad im Schatten, den Rücken verkrümmt, von früh bis spät, meist ohne Essen und ohne Trinken. Dafür nichts weiter zu bekommen als diejenigen, die das ganze Mal eine Stunde wie nebenher gemacht haben. Das ist nicht gerecht. Daran entzündet sich der Widerspruch und notfalls der Hass. Und Jesus lässt den Aufseher einem der Schreihälse vortreten und ihn anreden mit einem Wort, das man nur so doppelbödig wiedergeben kann. Mein Lieber, mein Freundchen, das ist die Grenze zwischen Wohlwollen und Ärger. Jetzt gehst du oder verschwindest. Du hast, was vereinbart war. Das ist kein Unrecht, wohlgemerkt. Das Unrecht entsteht erst im Vergleich mit den aus Güte Bevorzugten. Das jetzt wird der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Auseinandersetzung. Man gebe den Menschen, was sie nötig haben. Denn mit dem, was sie verdienen, können sie in aller Regel nicht leben. Das ist der Kern. Bist du neidisch, weil ich gut bin? Jetzt muss man dazwischen einen Satz ergänzen. Wenn das sein sollte, dann wirst du erleben als der Erste, dass du in der Ordnung Gottes ganz zu unterst steht. Gott ist nicht zu messen nach den Prinzipien der Gerechtigkeit. Kein Mensch könnte dann existieren. Das ist die Grunderfahrung Jesu. Wenn du begreifen willst, wovon du lebst, musst du beginnen. Barmherzigkeit und Güte zur Voraussetzung zu erheben. Gehen wir, um das praktisch zu machen, einfach einmal durch, was sich in unserem Leben daraus an Folgen nahelegen würde. Der Katalog der Gebote, am allereinfachsten. Viertes Gebot, du sollst Vater und Mutter gehorchen. Denken Sie sich eine Familie, wo die Tochter oder der Sohn ungehorsam ist, wo er schimpft womöglich mit dem Vater. Der Vater verteidigt sein Recht und zwingt Gehorsam ein. Scheinbar geht das in Ordnung. Aber löst es einen Konflikt? Ein Machtwort, das auf den Tisch schlagen, solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst, ist das die richtige Strategie? Da wird man nicht einmal Gerechtigkeit lernen, sondern dass Macht vor Recht geht, mindestens aus der Perspektive des Jungen oder des Mädchens. Wird das gerade eingetrichtert? Wäre es nicht vernünftiger, ein Vater, eine Mutter, würden, wenn ein Junge, ein Mädchen wirklich ungehorsam war und hat sich hinweggesetzt über einen elterlichen Befehl, mit dem Kind, mit dem Jugendlichen ins Gespräch zu kommen suchen, was denn da eigentlich los war? Wie konnte etwas Wünschenswertes viel wichtiger scheinen, als mit dem Vater oder der Mutter zurechtzukommen? Wenn das die Frage ist, warum war das, was du tatest, dir so wichtig? Was steht dahinter? Was brauchtest du? Was war das Eigentliche, was du damit gemeint hast? Entstünde sehr rasch ein Klima jenseits der Befehle, auch jenseits der Gerechtigkeit. Es formte sich plötzlich ein Miteinander des Verständnisses. Und nur so auf die Dauer würde eine Familie zu ihrer Ruhe finden und jedem den Platz anweisen, an dem er mit dem anderen leben kann. Es ist deutlich, von den Eltern, wenn es so stünde, würde erwartet, dass sie sich beim Übertritt bestimmter Weisungen nicht auf den Standpunkt stellen, wir haben Recht und wir setzen es durch, sondern umgekehrt. Was ging in dir vor sich, als du die Ordnung, die wir gesetzt haben, brachest? Und erst wenn sich dieser Bereich des offenbar Notwendigen
dessen, was der andere bedurfte, eingefügt hat in die alte, vorgegebene Welt, kann wieder Frieden eintreten. Nehmen Sie das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten. In der Abtreibungsfrage heute diskutieren wir leidenschaftlich um diesen Punkt. Und erneut geht es dabei um Recht, um Ordnung, um Straffestsetzung. Wie würde, stellen Sie sich vor, eine Mutter handeln, zu der die Tochter käme und würde sagen, ich habe abgetrieben. Würde sie dann eine Mörderin anzeigen bei der Polizei? Würde sie auf ihre eigene Tochter mit ausgestrecktem Finger zeigen? Oder würde sie die Kraft haben, eine Tragödie zu begreifen? Vielleicht würde sie weinend ihrer Tochter um den Arm, um den Hals fallen und sagen, Mädchen, warum hast du das nicht eher gesagt? Für wie schlimm musstest du mich halten, das jetzt erst mitzuteilen? Und plötzlich verschiebt sich alles, was bis dahin Schuld und Anklage war. Man begreift plötzlich einen Zusammenhang, der so nie sichtbar wurde. Und alles Interesse richtet sich auf die Not des anderen, was er jetzt braucht, um weiterzuleben. Das ist das Entscheidende. Ganz sicher braucht er nicht gerechte Strafen. Er hat sich selber doch am allermeisten leidend gemacht in seinem Tun. Sechstes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wieder. Man kann den anderen, der in flagranti erwischt wurde, womöglich in die Härte des Vorwurfs nehmen und ihm erklären, dass sein Tun verwerflich war, dass der Bruch der Ehe einen Rechtsverstoß darstellt, der unter Strafe gesühnt werden muss. Es kann so streng geurteilt werden, dass ein Zusammenleben fernerhin gar nicht mehr nötig ist. Es kann aber auch sein, dass die Frage sich verschiebt. Was fehlte dem anderen? Was brauchte er? Was sind die Dinge, die bis dahin im Zusammenleben zu kurz kamen? Noch weit mehr. Welch eine Geschichte trägt der andere in sich, sodass er Wünsche hat, womöglich, die völlig widersprüchlich sind, immer wieder außerhalb der Ordnung drängen? Was braucht er am meisten? Diese Frage lässt sich oft gar nicht beantworten aus dem, was geschehen ist, sondern aus den Motiven, die all den Handlungen zugrunde lagen. Und ehe sie nicht begriffen und durchgearbeitet werden, versteht man den anderen nicht, hilft man dem anderen nicht, wird Gerechtigkeit ausgehöhlt wie etwas Grausames und Zerstörerisches. Siebtes Gebot, wir könnten so weiterfahren, du sollst nicht lügen oder falsches Zeugnis geben. Wieder, was würde ein Vater oder eine Mutter tun, die Entdeckung, dass ihr Kind sie angelogen hat? Es hat gesagt, eine Klassenarbeit ist gar nicht geschrieben worden, dabei ist sie längst mit 5 zurückgegeben worden. Gesagt wurde, man hat das Portemonnaie der Mutter nie in der Hand gehabt, dabei fehlen aber 30 Mark und es lässt sich nachweisen. Auch im Kaufhaus hat man nicht einfach ins Regal gelangt. Trotzdem tauchen Gegenstände auf, die nicht wohl erworben sind. Lüge, Diebstahl. Entsprechend dem Anspruch des Gerichts und des Gerechten ist das Urteil rasch gefällt. Aber noch einmal, was ist es, wenn wir fragen würden, warum kam es dazu? Was ging im anderen vor sich? Es veränderte eine ganze Welt. An dieser Stelle müssen wir uns allerdings fragen, wie wir es denn übersetzen in unseren Alltag. All die genannten Beispiele gehen in Ordnung, weil sie sozusagen im Privaten verbleiben.
Auf dieser Ebene des persönlichen Zusammenlebens wird jeder für einleuchtend finden, dass Barmherzigkeit, Verstehen, Güte weit besser sind als Rechtsforderungen. Es liegt auch sehr nahe zu begreifen, dass eine Liebe unter Menschen zerbrochen sein muss, wenn sie nichts weiter als den Rechtsstandpunkt geltend zu machen weiß. Dann gibt es eine Grauzone in unserem Zusammenleben, wo das Prinzip der Güte oder des Mitleids sich ein Stück weit sozial organisiert, aber auf dem Boden der Gerechtigkeit verbleibt. Man darf sagen, dass die gesamte kirchliche Praxis, die wir vor Augen haben, dieses Terrain nie überschreitet. Es ist sozusagen die Moral des Roten Kreuzes oder der Caritas. Da finden in der Welt grausame Kriege statt, aber es gibt doch Mitleid zwischen den Fronten gegenüber den Schwerverwundeten. Das ist ein Akt der Humanität jenseits der Begriffe von Recht und Unrecht, für die man ins Feld zog. Das Rote Kreuz stellt keinerlei politischen Anspruch. Es stellt keinerlei Kriegsschuldfrage. Es interessiert sich einzig für den Menschen und darin ist es großartig. Aber es verändert niemals die Gründe, aus denen heraus Menschen einander bekämpfen. Als wir vor einem Jahr uns bemühten zu protestieren gegen den Golfkrieg und das Rote Kreuz mithalf, geriet es selbst in innere Spannungen. Kann man das? Ist das nicht eine politische Entscheidung gegen die Amerikaner und für die Irakis? Es ist sehr wichtig, dass zwischen den Fronten sozusagen Vakuolen der Barmherzigkeit bleiben, in denen man Luft holen kann. Terrains, wo die Frage, auf welcher Seite man steht, neutralisiert wird, ganz buchstäblich, zugunsten der Menschen. Das ist großartig. Bei der Caritas nicht minder. Oder bei Brot für die Welt, bei Aktionen, die nichts weiter sind als mitleidig. Die nichts weiter wollen als helfen. Da wird der Kordon der Gerechtigkeit überschritten. Das ist wahr. Aber es wird in die Freiwilligkeit gestellt, es folgert kein neues Prinzip daraus. Die Caritas wird nie ein Punkt des Anstoßes gegenüber der staatlichen Ordnung sein. Auch das Rote Kreuz nicht. Es ist, wenn Sie so wollen, eine gütige Schmiermasse in dem Getriebe der Unbarmherzigkeit, die im Übrigen weiterlaufen wird. Da müssen wir heute Abend ein Stückchen radikal werden und uns fragen, was denn die Folgen sind. Für den Bereich des Politischen, des Justiziablen, der Ordnung, auf der wir stehen. Wenn Jesus von Nazareth recht hat, gebt den Menschen, was sie brauchen. Verlasst den Standpunkt der Gerechtigkeit. Dann denke ich, wir können am heutigen Samstag überhaupt nicht anders, als dass wir dieses Thema erörtern angesichts von 3 Exekutionen in den Vereinigten Staaten innerhalb von 3 Tagen. Hingerichtet wurde in dieser Woche Roger Coleman, ein Mann von 35 Jahren, für dessen Schuldlosigkeit eine Menge guter Gründe sprechen, die nie geprüft wurden, weil sein Anwalt durch Versehen der Datumsangabe das Revisionsverfahren einen Tag zu spät eingereicht hat. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hatte nicht nötig, diese Tagesüberschreitung von 24 Stunden auf Leben und Tod zugunsten eines Menschen auszulegen. Denn wir haben ein Gesetz und danach wird er sterben. Punktum. 2500 Menschen sitzen in den Zellen. Roger Coleman 10 Jahre wartend auf seine Hinrichtung. Und bis zur letzten Minute beteuernd, er sei unschuldig. Die Farce eines Lügendetektors hat man ihm zugemutet, ein paar Stunden vor der Hinrichtung. Wie sie aussah, konnten Sie lesen im Spiegel dieser Woche, noch als es losging. Mittwoch, den 20. Mai, dann soll um 22.45 Uhr das Todesteam Coleman aus der Zelle holen und zum elektrischen Stuhl des Greenville Correctional Center in Jarrett, US-Bundesstaat Virginia, bringen. Die Männer werden den Häftling Nummer 804-535-7000 mit Bauch- und Brustriemen an einen unförmigen Eichenstuhl fesseln, seine Arme an die Lehnen, seine Waden an die Stuhlbeine schnallen. Den eigens glatt rasierten Schädel wird eine abgetragene Lederkappe bedecken, in der ein mit Salzwasser getränkter Schwamm für guten Stromfluss zum Hirn sorgt.
Schließlich befestigen Helfer des Henkers dickadrige Stromkabel an der Kappe und an einer Fußmanschette. Statt seiner dunkelrandigen Brille wird Roger Coleman nun eine Ledermaske tragen, die schon ganz fleckig ist von Angstschweiß, Tränen und Erbrochenem seiner unglücklichen Vorgänger. Nur die Nase bleibt frei. Coleman soll unbehindert atmen können, bis ein 2500 Volt Stromstoß die Strafe vollstreckt, zu der er verurteilt wurde vor 10 Jahren. Das Urteil wurde ausgesprochen wegen Vergewaltigung und Tötung einer 16-Jährigen. Wie gesagt, es gibt eine Menge guter Gründe zu glauben, dass dieser Mann diese Tat nie begangen hat. Es gibt sehr gute Gründe anzunehmen, dass der Staatsanwalt Beweismaterial unterschlagen hat, das zu seinen Gunsten hätte sprechen können. Es spricht vieles dafür, dass man den wirklichen Täter inzwischen sogar kennt. Aber Roger Coleman ist tot. Woran mir liegt, ist die Frage, wie man eigentlich dazu kommt, auf Leben und Tod die Menschen einzuteilen. Um verfügen zu können, dass wir im Namen des Volkes für recht befinden, die Hinrichtung eines Menschen. Er gehört nicht unter die Lebenden. Bei dieser Frage bin ich höchst engagiert, weil ich vor 25 Jahren als Theologiestudent selber noch hören konnte, wie der Staat unter Umständen das Recht und die Pflicht hat, die Todesstrafe einzuführen. Menschen, die ein Verbrechen begehen wie die Ermordung eines anderen Menschen, schließen sich aus der Rechtsordnung. Sie sind in diesem Sinne vogelfrei. Entsprechend einer Rechtsverwirkungstheorie haben sie keinen Anspruch mehr auf ihr eigenes Recht unter den anderen Menschen. Also ist es eine Ermessensfrage der Zeitumstände, wann man sie töten kann oder nicht, ob man sie leben lässt oder nicht. Sie haben keinen Anspruch mehr auf Leben. Das ist Gerechtigkeit. Genesis 9, wer Menschenblut vergießt, des Blut soll vergossen werden. So brutal und archaisch ist das. Da ist Gerechtigkeit so viel wie Rache, wie Revanche. Und man erlebt in diesen Tagen, dass selbst die Leute, die sie hätten üben mögen, für die es geschieht, beim Anblick dessen, was da hingerichtet wird, in Tränen ausbrechen können und sagen, das haben wir nicht gewollt. Es ist uns nicht gedient für die Tötung unserer Tochter, dass noch irgendjemand sonst stirbt. Die ganze Todesstrafe wird lediglich zeigen, dass man nicht einen Mord verhindert, dafür aber einen Menschen weniger und viele Menschen weniger auf Erden hat. Und man wird zeigen, dass wenn der Staat nicht aufhört zu töten, es unlogisch ist, dem Privatmann, der Privatfrau zu verbieten, in gewissen Extremsituationen ein Gleiches zu tun. Menschlichkeit ist unteilbar. Das steht zur Debatte hier. Wir aber haben eine Kirche, die sich nicht rührt. Nicht in den Fragen, wo protestiert werden müsste, entsprechend und entgegen der politischen Ordnung. Wir riskieren überhaupt nichts. Wir riskieren überhaupt nichts. Das ist die Feigheit, indem wir einen Christus predigen, der gut daran tat, dass er gekreuzigt wurde. Uns wird das nicht passieren, weil wir Larifari machen. Aus den Punkten, die zur Entscheidung anstehen. Die Todesstrafe ist ein absoluter Grenzbegriff. Man wird verstehen können, dass sie in irgendwelchen Umständen Befehlshaber, Autokraten, nicht anders wissen als zu schießen, zur Wiederherstellung der Ordnung. Aber sie werden hoffentlich sich nicht einbilden, dass das Recht sei, dass man die Menschen einteilen könnte in Gute und in Böse. Dies ist ein Unrecht im Sinne Jesu. Es verschweigt die Zusammengehörigkeit aller. Es macht schuldig an der Grundlage, aus der wir leben. Und jetzt nehmen Sie es konkret. Was müsste denn jemandem geschehen, der ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt und tötet? Sollte man nicht denken, er ist bis zur Krankheit auf der Suche nach einer Liebe,
er nie bekommen hat? Das, was er da tut als Verbrechen, ist ein äußerster Hilfeschrei. Den kann man ersticken, natürlich, den brauchen wir nicht zu hören. Aber wir müssten ihn hören. Er stellt all das in Frage, was so ganz normal war. Vielleicht stammt ja Roger Coleman aus einer gut funktionierenden Familie. Kein Mensch hätte geglaubt, dass das daraus hervorgeht. Also schon, um sich zu bestätigen, muss man ihn ausstoßen. Immer wenn Menschen Gesetze übertreten, zeigt sich, dass die Grundlagen des Lebens nicht in Ordnung sind. Und was sich hinter der Tat an Sehnsucht, an Bedürfnis verbirgt, das zu geben, wäre die einzige gerechte Strafe im Sinne Jesu. Die Liebe zu lernen, ist ungeheuer schwer. Eine wirkliche Anstrengung und Zumutung. Ich weiß, dass wir kein Verfahren heute haben, Schwerkriminelle zu resozialisieren. Wir haben keine Psychotherapie, keine Neurologie, keine Psychiatrie, die Wunder wirken könnte über ein verkorkstes Leben. Aber haben wir deshalb ein Recht, aus Hilflosigkeit um uns zu schlagen, wie die Cowboys im Wilden Westen, und das in einer zivilisierten Nation, als Fortschritt zu rühmen seit dem Jahre 1976 und nun mit noch größerer Geschwindigkeit zu exekutieren? Die Dinge hängen hier zusammen. Auch international wird man Kriege weiterführen um Recht und Unrecht. Und die Todesstrafe unter den Staaten ausüben. Albert Camus sagte ganz richtig, das Einzige, was wir haben in dieser Welt, ist das Wissen, dass wir gemeinsam sterben müssen. Wer das nicht akzeptiert, als Grundlage sich zu verbrüdern und einander bei der Hand zu nehmen und die paar Jahrzehnte, die wir hier sind, wie zusammengeschweißt durch die gleiche Not, durch die gleiche Herausforderung gemeinsam zu leben, hat nichts begriffen vom Dasein. Es gibt eine Stelle im Buche Job, die von der Tagelöhner-Existenz des Menschen redet, in den folgenden Worten, Kapitel 14. Der Mensch, vom Weibe geboren, ist kurzen Lebens und voller Unruhe. Wie eine Blume geht er auf und welkt, schwindet dahin wie ein Schatten und hat nicht Bestand. Und über einem solchen hältst du dein Auge offen und ihn ziehst du vor dein Gericht. Wie könnte ein Reiner von Unreinen kommen, auch nicht ein einziger. Wenn doch seine Tage bestimmt sind und die Zahl seiner Monde bei dir beschlossen und du sein Ziel gesetzt, dass er nicht überschreite, so blicke weg von ihm und lass ihn ruhen, dass er doch seines Tages froh werde, wie ein Tagelöhner. Besser wird man die Weltsicht Jesu in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gar nicht ausgesprochen finden können. Wir alle sagen in den Tagen Jesu, die Qumran-Texte sind, etwas aus Lehm und Wasser zusammengerührtes. Hilflose allesamt, Armselige allesamt, Unreine allesamt, Verwiesene auf eine Barmherzigkeit, die weit ist wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wenn Sie noch brauchen ein Beispiel in unseren Tagen, nehmen Sie als Bestes vielleicht die Asylantenfrage. An keiner Stelle stoßen sich die Prinzipien von Recht und Barmherzigkeit krasser wie in dem Gerede über die Wirtschaftsasylanten. Was sind sie eigentlich anders als Menschen, die dem Hunger Tod von der Schippe springen möchten? Und solange wir nicht ein Programm entwickeln zur Linderung und Lösung
ihrer Not. Haben wir kein Recht, menschlich, sie abzuweisen und aus unserer Republik eine uneinwanderbare Burg zu machen? Es geht nicht mit dem Mann aus Nazareth. Also fragt man wieder, was tut die Kirche über Caritas und Brot für die Welt und Miseria hinaus? Wo bleibt ihre politische Aktion? Das will man wissen. Wo ihr Engagement, Menschen nicht zurückzustoßen? Es macht sie unbeliebt bei der Volkskirche. Es ist nicht der Meinung Spiegel der Mehrheit. Freilich nicht. Aber da wäre sie gefördert. Ich möchte zum Abschluss lesen den Psalm 51, einen Psalm Davids, von der Notwendigkeit der Vergebung und der Barmherzigkeit. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deines Erbarmens, tilge meine Verfehlung. Wasche mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich selber kenne mein Vergehen und meine Sünde steht mir immer da vor Augen. An dir allein habe ich gesündigt, habe getan, was dir missfällt. Du musst Recht behalten in deinem Spruch, musst rein dastehen in deinem Richten, aber ich in Schuld bin ich geboren und meine Mutter empfing mich in Sünde. Du hast an Wahrheit gefallen, so tue im Verborgenen Weisheit kund. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Frevel. Und dann schaff mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen, zuversichtlichen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deine Art zu denken nicht von mir. So will ich selbst die Übertreter deine Wege lehren, dass sie sich zu dir kehren. So wird meine Zunge deine Treue preisen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz. Das wirst du, Gott, nicht verachten. Wenn's aber Gott nicht verachtet, was gefällt ihm dann? Außer zu geben dem Arbeiter der 11. Stunde wie dem der 3. Stunde. Und es ist keine Gerechtigkeit, aber eine Menschlichkeit, wie wir sie brauchen. Es hat mein Freund Günther Bitterberg ein Anliegen zum Abschluss Ihnen vorzutragen. Wir haben eine ganze Weile jetzt nicht mehr kollektiert. Das geht in Ordnung, weil wir die Fehler der Kirche nicht in jedem Punkte nachahmen wollen, dass dauernd kollektiert wird. Es gibt aber Dinge, da müssen wir, glaube ich, doch was tun. Und da ich danke Eugen Drewermann und Ihnen, dass Sie einer Einladung, die ich aussprechen möchte, jetzt zuhören. Ich bin im vorigen Jahr Teilnehmer gewesen an der Fahrt mit ungefähr 1100 Frauen und Männern, Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen nach Minsk, aus Anlass des Gedenkens an den Überfall auf die Sowjetunion. Auf dieser Reise habe ich Kontakt bekommen mit der Organisation Kinder von Tschernobyl. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht im April die beiden Fernsehsendungen gesehen haben, Kinder von Tschernobyl, die Mütter von Tschernobyl, wissen, welche Aufgabe diese Organisation sich vorgenommen hat. Freunde, denen ich erzählt habe, davon haben beschlossen,
dass sie in diesem Jahr 30 Kinder aus Tschernobyl hier nach Westfalen einladen. Die Kinder sind da, sie waren jetzt 10 Tage bei herrlicher Sonne im Sauerland und seit gestern sind sie in den Familien, 10 von den Kindern hier in Paderborn. Wir haben bei Freunden, in Schulen für diesen Zweck Menschen gebeten, uns zu helfen und haben eine gute Resonanz gefunden. Und mein Anliegen ist nun, wir möchten diesen Kindern ein paar Turnschuhe und einen Anorak mit nach Hause geben. Das hatten wir eigentlich nicht vorgesehen, aber es scheint uns notwendig zu sein und deswegen meine Einladung. Eine Einladung über diese Kinder, ihren Eltern und den russischen Freundinnen und Freunden zu zeigen, dass Solidarität mit ihnen in dieser Welt besteht. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie wollen, vielleicht auf den Tisch uns einen Betrag zu geben. Ich komme beim nächsten Samstag wieder und berichte Ihnen dann, was daraus geworden ist. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie ein ganz, ganz schönes Wochenende haben, sonnig und heiter, äußerlich und innerlich, und dass Gott uns begleiten möge in der kommenden Woche. Die Gottesdienste werden jetzt weitergehen, Samstag um Samstag. Wir werden an dem Samstag, also jetzt nicht zu Christi Himmelfahrt, sondern kommender Samstag, dann vor Pfingsten ähnlich die Liturgie feiern, wie wir es zu Ostern getan haben. Das heißt, es wäre schön, Sie könnten Becher mitbringen für Wein, für Brot braucht man nur 2 Hände. Sonst werden wir versuchen, dass wir eine Form auch finden, die sich in irgendeiner Form liturgisch dem angleicht, was uns einleuchtet, praktisch sinnvoll scheint und ausdrückt, was in uns vor sich geht. Schließen möchte ich heute mit Mozarts Klavierkonzert in C-Dur Nummer 21 mit dem Andante. Das Violinkonzert übrigens eben, das Andante wurde gespielt von Yehudi Menuhin, der seinem hebräischen Namen Menuchim Barmherzigkeit alle Ehre machte. Er war der Erste, der nach 1945 nach Deutschland kam, als Jude, um zu sagen, in diesem zerbombten Land muss man Mozart spielen. Nicht Rache, aber Rückkehr. Ich danke sehr, dass Sie gut nach Hause kommen.